Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nochmal. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nochmal. Willkommen zur 9. Sendung von Klimbim. Zur 9. Ingrid. Zum 9. Mal öffnet heute am 1. April, wie sollte es an einem so ereignisreichen Tag auch anders sein, die Klimbim-Bar wieder ihre Pop. Diese sonderbar, diese wunderbar und diese unberechenbar. Darf ich Ihnen jetzt unsere Belegschaft vorstellen? Es animiert sie wieder, Elisabeth Volkmann. Elisabeth, was trinkst du? Den Utschlutio-Cocktail. Ein Schluck und sie sind schick. Zwei Schluck und sie sind schicker. Prost. Bedient werden sie wieder von Ingrid Steger. Ingrid, was trinkst du in dieser Sendung? Den Bundeswehr-Cocktail. Ein Schluck und sie sind nur noch bedingt abwehrbereit. Prost. Rausgeschmissen werden sie von unserem Mann an der Tür. Richard von Roel. Richard, womit stärkst du dich heute? Mit dem Cassius Clay-Cocktail. Ein Schluck und sie sind der Größte. Unser bester Kunde ist unser Mixer, Franz Muxneder. Muxi, womit trinkst du dich heute unter die Bahn? Mit dem Grenzgänger-Cocktail. Ein Schluck und sie sind hinüber. Prost. Der ewig stumme Gast in unserer Bar, Helmut Holger. Und wie immer spricht er nicht. Und wie immer trinkt er nichts. Und wie immer fällt er vom Stuhl. Aber dieser Laden hat nicht nur Angestellte, sondern auch Gäste. Prominente Gäste. Alice und Ellen Kessler. Alice und Ellen, was trinken Sie? Natürlich einen Kessler-Cocktail. Die eine trinkt, die andere fällt um. Und nun haben wir noch einen Gast, aber die ist schon weg. Sie darf nämlich nicht so lange aufbleiben. Aber sie hat gesagt, sie kommt später noch mal wieder. Christine Schubert. Und der Mann, der hier jedes Mal die Kugeln rollen lässt, ist Horst Jüssen. Horst, was trinkst du? Den Werner-Höfer-Cocktail. 6 Schlucker aus 5 verschiedenen Ländern und das in jedem Frühschoppen. Prost! Meine Damen und Herren, es gibt Stars und Superstars. Und Klimbim hat mit Superstars nie gegeizt. Jerry Lewis, Gilbert Bécaud, Joy Hesserton und Kurt Jürgens, um nur einige zu nennen. Aber heute sind wir stolz und glücklich, Ihnen den Höhepunkt maximaler Showbusiness-Perfektion anbieten zu können. Das Nonplusultra an Schönheit, musikalischer Stimmqualität und vor allem an perfektem, unübertroffenem Showtanz. Meine Damen und Herren, die Beine, die die Bretter dieser Welt zu Beifallstürmen hingerissen haben. Alice und Ellen Kessler. Wie uns soeben unsere Nachrichtenredaktion mitteilt, besteht kein Grund zur Beunruhigung. Alice und Ellen Kessler werden in wenigen Minuten einen zweiten Startversuch unternehmen. Du weißt, dass ich mich nicht gern beschwere, aber der Kaffee war schon wieder kalt, die Eier waren zu hart und du hast wieder Erdbeermarmelade anstatt meiner Lieblingssorte Preiselbeeren gekauft. Und die Sahne war sauer. So, ich leg mich jetzt ein paar Stündchen hin. Und vergiss bitte nicht, dass heute Waschtag ist. Und ich hätte gerne ein Schnitzel mit Möhren und Pellkartoffeln zum Mittagessen. Und wasch das Geschirr so schnell wie möglich. Du weißt doch, wie Ei klebt. Das ist es. Ich habe die Nase voll.
Egon, 2 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Und 2 Jahre habe ich das renommierende, nörgelnde Gespenst von deiner Mutter ertragen. Weil ich dich vom ganzen Herzen liebe. Aber es gibt auch eine Grenze und die haben wir gerade überschritten. Es tut mir sehr leid, Engel, aber du musst einfach zwischen uns wählen. Eine von uns muss aus dem Haus. Entweder ich oder deine Mutter. Meine Mutter? Ich denke, es ist deine Mutter. Mengen leeren, um nicht mehr bis 3 zählen zu können. Nun sag bloß, das Eis wieder zu hart. Das habe auch ich gekocht. Liebster Papi, würdest du bitte mal die Güte haben, mir das Salz herüberzureichen? Fehlt dem Kind was? Ja, liebster Opa, das Salz. Drück dich doch gescheit aus, du Missgehör. Ja, du sagst auch sonst immer, wirf das Salz was rüber, alter Knacker. Ja, danke, liebste Mutti, für das Salz. Dem Kind fehlt wirklich was. Nein, liebster Opa, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Bemühe dich nicht weiter. Also, wenn ich nicht wüsste, dass sich alle Bazillen vor dem Kind fürchten, würde ich sagen, sie hat sich was geholt. Ach, Blödsinn, der Ball will uns doch bloß ärgern. Ja. Komm, mein lieber Schatz. Hau deinem blöden Papi ein in die Fresse. Aber Papi, ich hab dich doch so lieb. Ich will dir doch nicht wehtun. Das Kind gehört ins Bett. Ich hol einen Arzt. Quatsch, du bist ein Thermometer. Einen Arzt brauchen wir nicht. Schließlich habe ich noch das alte Buch von Urgroßvater. Der war Quacksalber bei den Schweidnitzer Dragonern. Ich hol den Schinken. Ja, hol es. Na, schämlich. Immer ist irgendetwas los. Kaum hält deine Mutter mal die Klappe, fängst du an, Zicken zu machen. Aber ich will ja nicht, liebster Papi. Es ist in mir drin. Es ist in dir drin. Ja, verdammt doch einmal. Wie ist es denn da hineingekommen? Komm, mein Kind, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Na, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Lass das drin, dann kannst du wenigstens kein dummes Zeug reden. Gabi, oh Gabi, mein armes Kind. Was? Komm, spiel mit deinem Kopf. Mich schreck sie nicht. Masern, sind es die Masern? Nein. Die Masern sind es nicht. Blattern, sind es die Blattern? Nein. Blattern sind es auch nicht. Reude? Nein. Grind? Nein. Pocken? Auch nicht. Da gibt es nur eins. Das Kind hat die Pest. Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. 24,5. Erhöhte Zimmertemperatur, typisch Pest. Ja, aber Gabi sagt, es ist in ihr drin. Es ist in ihr drin? Was ist in ihr drin? Ja, wenn es in ihr drin ist, ist es was anderes. Die Pest hat man von außen. Ja, drum wünschst doch du mir immer die Pest an den Hals. Also was es auch immer ist, die Geschichte scheint schon sehr fortgeschritten zu sein. Schafft das Kind erstmal ins Bett. Ja, komm, Gabriele. Gabi. Dabei hat sich das Kind bisher so erfreulich normal entwickelt. Hier, ich hab's. So eines Menschenwesen sich auffällig verändert, ohne dass äußerliche Merkmale einer Krankheit sich erkenntlich zeigen, so ist bei solchen Personen Besessenheit anzunehmen. Ich hab's ja geahnt. Was? In dem Kind steckt der Teufel. Der Teufel? An dem blauen Himmel zählen. Woher kennt das Kind dieses Lied? Was ich sage, da ist der Böse drin. Meinst du wirklich? Schau sie dir doch an, das sieht man doch, dass sie vom Bösen besessen ist. Mein Kind, mein gutes Kind, das hat man davon, wenn man eine Hexe heiratet. Hier, Beweis! Jawohl, hier steht's. Manchmal kommt es vor, dass die Kräfte Satans im Leib des Besessenen es vermögen, Gegenstände in Bewegung zu setzen. Nein! Jetzt kommt gleich der Schrank. Macht nichts, ein Stuhl ist auch nicht schlecht. Eben, der Teufel fährt immer in die Kleinen. Drum heißt das Sprichwort schon, der Teufel sitzt im Detail. Hier, hier noch was. Des Öfteren
kann man beobachten, dass der Besessene mit veränderter Stimme spricht. Liebste Mutti, ich hätte so gern eine Tasse Kakao. Jetzt ist er hier drin. Ja, in dem Kind steckt Luzifer und den müssen wir hier austreiben. Mit was? Mit Belzebub natürlich. Und wann? Sofort. Willst du dein Kind leiden lassen? Nein. Jetzt wird exorziert. Ja, ist dir denn der Militarismus nie auszutreiben? Exorziert, du Knallschote. In wenigen Minuten wird der Opa mit der Teufelsaustreibung beginnen. Bis dahin machen wir noch etwas Klimbim. Von deiner Reise nach Südamerika zurück? Ja, offensichtlich. Das freut mich aber. Ich wollte mich noch für das süße Geschenk bedanken. Geschenk, Geschenk? Ach ja, richtig, der Papagei. Wie geht's ihm denn? Papagei? Ja. Ich dachte, es wäre ein Hühnchen. Das ist doch wohl nicht zu fassen, ein Hühnchen. Ja, das dachte ich. Und es hat herrlich geschmeckt. Was? Du hast den Vogel gekocht? Ja. Weißt du, was du da verzehrt hast? Die sehr seltene Art eines südamerikanischen Papageis, die fast ausgestorben ist. 5000 Mark habe ich dafür bezahlt. Er konnte alle möglichen Tricks und sprach 6 verschiedene Sprachen, fließend. Ja, warum hat er denn nichts gesagt? Klapp die Klappe, Mann! Die Folge Nummer 1, die erste. Playback ab! Wir melden uns aus Hollywood und berichten von den Dreharbeiten zu dem Film über das Leben der Kessler bzw. der Kellerkinder. Wir waren ein Pärchen, nun bin ich allein. Vorbei ist das Märchen. Interview haben? Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, junger Mann. Ja, das stimmt. Mein Name ist... Sind Sie nicht George Bogota da Boga? Genau, von der Washington Post Zeitung. Nachdem wir Watergate aufgedeckt haben, wenden wir uns heute einem neuen Skandal zu. Ihnen. Gott sei Dank. Sie drehen gerade einen aufsehenerregenden Film. Bitte erzählen Sie. Wir verfilmen einen Schlüsselroman. Wer sind die Schlüsselfiguren? Die Kellerkinder. Und wer versteckt sich hinter den Kellerkindern? Ah, wir sind dem Autor noch nicht auf der Spur. Aber wir werden ihm schon auf die Schliche kommen. Klar, Kellerkinder und Kesslers ist das. Das liegt doch ganz dicht beieinander. Er meint uns. Das ist total. Sie verfilmen Ihr eigenes Leben. Ja, wir sind nicht sicher. Nur ein Verdacht.
Sie wissen es nicht und spielen trotzdem die Hauptrolle. Das ist politisch höchst brisant. Ein Skandal gibt's schon. Ja, ein Riesenskandal. Sagen Sie, und Ingrid Steger spielt Ihre dritte Schwester, die Sie der Welt bisher unterschlagen haben? Den dritten Drilling, ja. Ja, ursprünglich sollte doch Inge Meisel den dritten Drilling spielen. Ja, aber die Steger ist nun mal die Geliebte des Produzenten. Was? Frau Steger, was sagen Sie zu diesem Skandal? Lug und Trug! Frau Steger leugnet also und verheimlicht. Vielleicht bringt der Regisseur etwas Licht in die Angelegenheit. Aber wieso? Es fällt doch alles ganz logisch in die Wahrheit. Schließlich handelt es sich um einen Film nach Motiven von Kurz Mahler und dafür ist Inge Meisel zu jung. Ja, aber so gesehen ist die Steger wieder zu alt für die Rolle. Stimmt, aber nicht für den großen Gatsby. Schauen Sie sich das Jüngchen doch mal an. Oh, jetzt wird es kriminell. Ich meine hochpolitisch. Genau. Alice Keller hat den Rothschild geheiratet und Ellen Keller den Rockefeller. Damit ging der große Gatsby leer aus und er war gesellschaftlich ruiniert, denn Jackie Kennedy hat ja den Onassis geheiratet. Infolgedessen musste der Geheimdienst ein drittes Kellerkind erfinden. Was denn, der Geheimdienst produzierte die Kellerdrillinge? Naja, in Wirklichkeit war es natürlich der WDR und der schwachsinnige Pfleger, aber der Geheimdienst hat die volle Verantwortung dafür übernommen. Wie immer, wenn es um schöne Frauen geht. Ja, und wie immer benutzte der Geheimdienst einen Trick. Und wie immer, der Trick ging schief. Ja, denn es war ein Bluebox-Trick. Was? Ein Bluebox-Trick. Sehen Sie, das ist eine Bluebox mit der Steger. Der Geheimdienst nahm also die weltberühmten Beine der Kellerkinder und setzte dann einen anderen blonden Zahn drauf. So kam es dann zum weltberühmten Auftritt der Keller-Drillinge. Ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht, ich hab. Aber das ist doch fabelhaft. Wie kam es dann zum Skandal? Der heißen Glut, wie du sie hast. Die Opposition hatte den Trickmenschen bestochen und der Geheimdienst fiel auf die Schnauze. Der große Gatsby aber liebte sein Kellerkind und stand zu dem Skandal. Ach, und das sind die Kurzmaler-Mutti. So ist es. Natürlich war der Mann damit ruiniert und alles, was von ihm übrig blieb, war der Gatsby-Look, die Gatsby-Mode. Und das ist traurig. Aber immer noch ungeklärt bleibt die Frage, warum spielt die Steger die Rolle der Ingrid Keller? Weil sie ein echtes Kellerkind ist. Aber verdammt nochmal, das ist ein Schlüsselroman und jeder weiß, dass es sich um das Leben der Kesslers handelt. Wenn also die Steger ein Kellerkind ist, dann müsste sie doch logischerweise eine Schwester der Kesslers sein. Ist dem so? Wie bei jedem richtigen Skandal bleiben die wahren Zusammenhänge ungeklärt. Ach, dann ist das so ein Scheißskandal wie Watergate und Guillaume. Richtig, nur hübscher. Meine Damen und Herren, Alice und Ellen Kessler. Ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht nach der heißen Glut, wie du sie hast im Blut. Ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht nur nach dir, komm her, dann friere ich nicht mehr. Der Dampf, mit dem wir heizen, kann mich gar nicht reizen. Er lässt bald so kalt mich wie Eis. Doch fühlt dein Herz sich dann schlagen und hör ich dich sagen, was ich längst schon weiß. Dann wird mir heiß, ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht, ich hab Sehnsucht nach der heißen Nacht, die mich so glücklich macht. Man hat mir gesagt, es liegt nur an den Kohlen und ich bin gejagt, um mir welche zu holen. Ich habe gefragt, wann hat man jetzt empfohlen? Doch das macht mich nicht heiß. Man hat mir gesagt, ich soll mich viel bewegen. Ich hab mich geplagt, doch es half nichts dagegen. Drum hab ich gewagt, früh ins Bett mich zu legen. Doch das macht mich nicht heiß. Kohle im Ofen brennt nicht. Öl im Verbrenner stinkt nur. Kalt, nein. Heiß, ja. Ran, ihr Leute, es wird heiß. Schlagen und höre ich dich sagen, was ich längst schon weiß, dann wird mir
mir gesagt, es liegt nur an den Kronen. Und ich bin gejagt, um mir welche zu holen. Ich habe gefragt, man hat manches gefunden. Doch das macht mich nicht heil. Man hat mir gesagt, ich soll mich viel bedienen. Ich hab mich gefragt, doch es half nichts dagegen. Warum hab ich gewagt, früh ins Bett mich zu legen? Doch das macht mich nicht heil. Man hat mir gesagt, es liegt nur an den Kronen. Und ich bin gejagt, um mir welche zu holen. Doch ich hab nur Sehnsucht, so viel Sehnsucht nach dir. Nach der heißen Nacht, die mich so glücklich können immer Skat spielen. Immer. Oh, mein armes Kind. Charlie, du Mistviech. Der frisst aber auch alles. Und wie schmeckt euch die Erbsensuppe? Zu viel Speck drin, der Teufel ist ein Verschwender. Und wie willst du dem Kind den Teufel austreiben? Das verrate ich nicht, sonst merkt es der Armleuchter doch. Als erstes brauche ich eine Flasche Schnaps. Los, mein Junge, hol mal eine Pulle. Wieso den Schnaps? Weil der Teufel den Schnaps mehr fürchtet wie den Leibhaftigen. Hier, Prost. Aber dann darfst du doch den Schnaps nicht trinken. Außerdem hat es dir der Arzt verboten. Aber ich muss, sonst fährt der Leibhaftige womöglich in mich. Prost. Das ist einleuchtend. Genau dich. Du bleibst nüchtern. Irgendwo muss der Böse ja reinfahren. Nein, bitte nicht. Nein, Arzt, liebe Schwiegertochter, dir wird nichts passieren. Der Teufel hat Geschmack. Ja. Du, mein Junge, jetzt holst du noch eine Pulle in der Fangbahn. Ja. Und wie willst du dem Kind den Teufel austreiben? Ja. Als erstes werden wir dem Malefizkerl gut zureden. Ja, ganz genau. Was ist? Fangt ihr mal an. Beibel, komm raus. Teufel, Teufel, schäm dich zum Teufel. Nützt nichts, überhaupt nichts. Lass mich mal ran. Du verdammter, dreckiger Hurensohn einer abgetakelten Großmutter. Kratz die Kurve, du verfluchtes Miststück. Hau ab und lass dich hier nicht mehr blicken, du stinkiges Aas, du. Aber Opa, was hast du denn? Aber es nützt doch nichts. Seid ihr schon lange auf? Schade, ich hätte euch so gern überrascht und das Frühstück gemacht. Ich sag euch eins, mit diesem Teufel werden wir es nicht leicht haben. Lass mich machen, Opa. Satan, mein lieber Satan, du Fürst der Finsternis, verlasse bitte, bitte mein armes Kind und fahre lieber in meine geliebte Frau. Da bist du in bester Gesellschaft. Gabi, liebe Gabi, mein gutes Kind, sei wieder böse, sonst überlebt deine arme Mutter das nicht. Ich glaube, es muss Durchzug sein, damit es den Teufel gleich hinausbläst, wenn er sich zeigt. Hallo, Opa. So ist es richtig. Jetzt muss das Kind nur noch schweben. Helf mir! Ja, noch höher! So, jetzt schwebt sie gleich. Loslassen! Das ist ja ein ganz schlimmer, der verstellt sich auch noch. Ich glaube, wir holen am besten den Psychiater. Spinnst du, willst das Kind auch noch auf Krankenschein verrückt machen, was? Es ist zwar schade um den guten Tropfen, aber was sein muss, muss sein. Jetzt hör endlich auf zum Saufen. Bei deiner Fahne wird dem Teufel ja schlecht. Fürst der Hölle, leibhaftiger Gott sei bei uns. An diesem Gesöff ist schon mancher krepiert. Nun trink du davon und fahr zur Hölle. Aber das Kind verträgt doch gar keinen Alkohol. Bist du denn verrückt, den Kerl auf meine Kosten besoffen zu machen? Gleich kommt ihr! Also ich merke nichts. Wo bleibt er denn? Der Kerl scheint eine ganze Menge zu vertragen. Nehme ich noch einen Schnaps? Also wenn er mich fragt, mir wird das Schwein langsam sympathisch. Dann lass ihn doch in dich fahren, oder Saufkopf. Es hilft nichts, ich glaube, ich muss zum Äußersten greifen. Zünde die Kerzen an. Luzifer, du nichtsnutziger Bube, höre, was ich dir sage. So du nicht in Windeseile dies arme kleine Wurm verlässt und dich aus dem Staube machst, wirst du höllische Qualen erleiden müssen. Dann musst du nämlich Tag für Tag, Stunde um Stunde, mit uns allen Vieren hier zusammenleben. Mit mir, altem Ekel, meinem vertrottelten Sohn, meiner bescheuerten Schwiegertochter und von dem Scheißkind ganz zu schweigen. Und das würde ich mir an deiner Stelle nochmal sehr genau überlegen, Belzebub. Oh!
Häuser draußen. Da seid ihr denn alle Meschucker? Erst reißt ihr einmal aus dem tiefsten Schlaf, ihr Drecksball, und dann macht ihr einem das Licht aus. Ach, ihr kotzt mich alle an. Geschafft! Das Kind ist wieder ganz normal. Das muss gefeiert werden. Komm, widerliche Zimtzicke. Josef Champagner, Josef Champagner. Das hast du gut gemacht, mein Kind. Auf die Weise kommt man endlich mal zu einem anständigen Schluck Wasser. Aber das nächste Mal spielst du den Besessenen, klar? Klar. Storch voll Lachen gleich verloren. Und Mama hielt sich ebenfalls den Bauch ganz sicher vor Gaudi. Warum sonst auch? Ja, ich bin Stück für Stück ein wahrer Scherzartikel. Vom Zeh bis zum Genickel. Wirklich? Ja, alle hier. Die also die Kamera läuft, die lassen uns nicht in Ruhe. Jetzt erzähle ich den Witz, ja? Aber auf Englisch. Auf Englisch. Nee, nicht auf Englisch. Nein? Nein, das geht nur auf Englisch. Mhm. Wir erzählen ihn zusammen, würde ich sagen. Wir können uns ja irgendwann mal... Nee, erzähl du, es geht aus dem Bild. Ich schwitze. Was ist denn das? Bleib hier. Was ist denn das, Kinder? Ihr macht einen Scherz mit uns, habt ihr Zeit, wieso rauchen? Habt ihr so viel Bordellatmosphäre, müsst ihr schaffen? Ja. Also gut. Rennkamele laufen nicht viel schneller, wenn der Sand so heiß ist. Nee, das stimmt. Richtig heiß ist. Rennkamele laufen nicht viel... Noch viel schneller. Rennkamele laufen noch viel schneller, wenn der Sand nicht so heiß ist. Nee, stimmt nicht. Richtig heiß... Rennkamele laufen noch viel schneller, wenn der Rennkamele laufen noch viel schlimmer... Rennkamele laufen noch viel schneller, wenn der Sand so richtig heiß ist. Mein Mann wird älter. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an uns? Wir sind die Geschwister fürchterlich. Man nennt mich Bella. Das ist italienisch und heißt die Schöne. Schön ist Bella natürlich nicht. Dafür ist Blondie auch nicht blond. Und Blondie, das bin ich. Aber das wissen Sie ja alle schon. Wenn Sie sich die Klimbim-Sendung regelmäßig ansehen. Wir schlagen uns nach wie vor durchs Leben. Wir schlagen uns mehr als Leben. Und suchen ständig einen Job.
zum Überleben? Das letzte Mal als Friseusinnen, das hat ja nicht so ganz geklappt. Das ging natürlich schief. Dafür lasen wir heute in der Zeitung, Großunternehmen sucht Chefsekretärinnen. Das nützt uns natürlich auch wieder nichts, weil Schreiben und Lesen nicht gerade unsere besten Seiten sind. Aber Blondie, wir brauchen dringend Geld. Wir sind pleite. Jetzt hast du mich schon wieder überredet. Also geh nur hier. So, meine Damen, ich sage dem Herrn Direktor sofort Bescheid. Das ist besonders reizend von Ihnen. Ach, jetzt mach doch bloß den verdammten Kerl nicht so an. Das ist der Personalchef, der wichtigste Mann im Haus. Ohne ihn kriegen wir keinen Job. Bitte, Herr Direktor, nach Ihnen, Herr Direktor. Wie immer, nach Ihnen. Darf ich Ihnen jetzt, Herr Direktor, Ihre neuen Sekretärinnen vorstellen? Oh, hübsch, hübsch. Da werden meine Besucher nicht mehr so leicht übers Vorzimmer hinauskommen. Ja, das dachte ich mir auch, Herr Direktor. Das dachte ich mir auch. Hat sich geklopft? Also, wenn die Arbeit hier so gefährlich ist, dann gehen wir lieber wieder. Aber nein, meine Damen, aber ich bin ja froh, dass ich Sie gefunden habe. Und wenn Sie irgendwann mal beim Chef vorgelassen werden wollen, dann rufen Sie uns an. Vielleicht können wir was für Sie tun. Aber das ist nett von Ihnen, sehr nett von Ihnen, sehr nett. Tja, orientieren Sie sich ein bisschen bei uns und wie mir der Personalchef sagte, haben Sie ja Berufserfahrung. Ungeheure. Nur nicht in dem. Bitte? Nur nicht in dem ist da die Philatistik. Dem ist da die Philatistik? Was ist denn das? Sehen Sie, das wissen nicht mal Sie. Naja, egal. Das brauchen Sie hier bei uns auch nicht. Also sehen Sie sich ein bisschen um und wenn ich Sie brauche, rufe ich Sie. Gerne, Herr Direktor. Ein toller Mann, was? Ob er verheiratet ist? Und wenn nicht mehr lang. So, er hat uns eine Überraschung hingestellt. Was ist denn das? Eine Schreibmaschine. Eine Maschine, die schreibt? Wozu braucht er denn uns? Fräulein Blondie, bitte zum Diktat. Ja, lass lieber mich gehen. Wenn du gehst, fliegen wir in 5 Minuten raus. Nein, mich hat er gerufen. Du bleibst und kochst Kaffee. Kaffee? Wieso Kaffee? Wir trinken doch immer Schnaps. Nach dem Diktat wollen Chefs immer Kaffee. Kaffee. Wie kocht man um Gottes Willen Kaffee? Hoffentlich gibt es in diesem Saftladen ein anständiges Kochbuch. Kaffee, nix. Kochen, kochen, auch nichts. Gut, dass Sie anrufen. Wie kocht man bitte Kaffee? Nun reden Sie doch keinen unsittlichen Quatsch. Ich habe Sie höflich gefragt, wie man Kaffee kocht. Und ich erwarte eine höfliche Antwort von Ihnen. Sie quergehobelter Flegel, wer sind Sie überhaupt? Der Aufsichtsratsvorsitzende? Na, über Sie werde ich mich beim Direktor beschweren. Morgen fliegen Sie! Den Chef erinnern, dass er morgen den Aufsichtsratsmenschen in Klammer Nachtwach- und Schließdienst fristlos feuert. Und bitten wir Sie ferner zu berücksichtigen, dass unsere Produktionskapazität infolge der augenblicklichen Auftragslage... Psst, nicht so schnell. Zu berücksichtigen, dass... Das was? Himmeldonnerwetter, können Sie denn nicht stenografieren? Doch, aber ich schreibe es lieber erstmal in Klarschrift. Ja, das ist gut. Also, wenn Sie nicht noch einige andere Vorzüge hätten, dann... Gehört das zum Text? Natürlich nicht. Grün zu grün, blau zu blau. Das war ja eine schreckliche Unordnung vorher. Jetzt habe ich mein erstes Diktat aufgenommen. Toll, aufregend, so viele Wörter an einem Stück und dabei völlig ohne Sinn. Wunderbar, mein Kaffee ist auch gleich fertig. Was ist das schon? So, Herr Direktor, Ihr Kaffee. Und keine Untertasse? Warum kleckern Sie? Also, wenn Sie schon keinen Kaffee kochen können, dann können Sie wenigstens meinen Schreibtisch aufräumen. Schmeckt er Ihnen nicht? Schmeckt er wie Spülwasser. Das kommt nur vom Putzlappen. Der Kaffee ist in Ordnung. Trinken Sie genug. Sollen wir den hier noch aufräumen? So eine Ordnung gibt es nicht einmal bei uns zu Hause. Machen Sie meinen? Betrifft Langzeitplanprojekt. Sehr geehrte Herren, Ihr Schreiben vom 17.03. Könnten Sie die Musik etwas lauter stellen, Herr Direktor? Also, wenn Sie nicht noch einige andere Vorzüge... So, welche denn? Ihre schreckliche Schwester. Achtung, Dr. Klatschmann kommt, der möchte sofort zum Chef.
Bitte, Herr Dr. Klatschmann, der Herr Direktor erwartet Sie schon. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Klatschmann, auf Wiedersehen. Setzen Sie sich da hinten in die Ecke, wenn der Direktor Zeit hat, lassen wir Sie wissen. Heute wird es aber nichts mehr werden. Aber so beruhigen Sie sich doch, Fräulein Bella. Es wird ja alles wieder gut. Ja. So, ist der Brief bald fertig? Jeder Brief dauert 2 Tage, das weiß doch jedes Kind. Wenn Sie es eilig haben, müssen Sie mir ein Telegramm diktieren. Und wenn Sie frech werden, diktiere ich Ihnen gleich Ihre Kündigung. Können Sie gar nicht, dann müssen Sie nämlich die Frist einhalten. 6 Wochen aus Quartal. Und dieses Jahr ist ein Schaltjahr, da gibt es nur Monate mit 4 Wochen. Doch, das ist doch alles Quatsch! Mensch, du kannst dir wirklich schreiben. Ja. Und nur 12 Fehler. Wart ab, an der zweiten Zeile wird's noch besser. Worauf wartet denn das Früchtchen da im Eck? Der will zum Chef. Und wie heißt das Kerlchen? Dr. Klatschmann. Oh, das tut mir aber leid, Herr Dr. Klatschmann ist ja ein schlimmer Name. Das klingt so nach Ohrfeigengesicht. Genauso sieht er ja auch aus. Sie müssen eine schlimme Jugend gehabt haben. Wo sind die Unterlagen von meinem Schreibtisch hingekommen? Sie haben doch gesagt, ich soll sie aufräumen. Auf, aber nicht ab! Okay, okay. Schreiben Sie weiter! Sie haben ja eine merkwürdige Art, Maschine zu schreiben. Das ist die neueste Schule. Außerdem macht es mich nervös, wenn Sie mir zusehen. Also mich macht auch einiges an Ihnen nervös. Oh lala, seit wann nennt man das nervös, liebes Direktorchen? Sagen Sie doch gleich, dass Sie scharf auf mich sind wie ein Unterprimar. Na ja, hallo? Hier ist Frau Direktor Stieber. Ihre Gattin? Nein. Er sagt, Sie sind nicht seine Frau. Tun Sie das nie wieder, Sie lästige Konkubine? Ach so, Herr Direktor, es ist alles wieder da. Also sollte meine Frau noch mal anrufen. Sagen Sie ihr, ich bin nicht da. Aber Herr Direktor, soll ich denn lügen? Was denken Sie denn von uns? Liebe Frau Stieber, nun rufen Sie nicht dauernd an. Ihr Mann hat doch gesagt, er ist nicht da. Wer sind Sie, sein Schmuseengelchen? Und Sie haben nicht gewusst, dass er verheiratet ist? Ja, glauben Sie denn, dass ich lüge? Jetzt rufen Sie sofort bei ihm zu Hause an und lassen Sie sich mit seiner Frau verbinden. Und dann rufen Sie wieder mich an und entschuldigen sich bei mir. Na, da haben Sie sich ja ein schönes Flittchen geangelt. Hallo! Überfall von Feuerwehr, Polizei! Ich glaube, ich setze uns schon mal ein Zeugnis auf, nicht? Was wollen Sie von mir, ein Zeugnis? Ja, und zwar ein hervorragendes. Sie sind wohl vom wilden Affen gebissen. Keine Zeile bekommen Sie von mir. Herr Dr. Klatschmann. Sie kennen das Kerlchen? Das Kerlchen. Herr Dr. Klatschmann ist der Aufsichtsratsvorsitzende unseres Multikonzerns. Sie sind der Nachbartier, der keinen Kaffee kochen kann? Herr Direktor, Ihre liebe Frau Gattin. Mein Liebling. Das Liebling ist für das Schmuseengelchen und das fürs verleugnende Lästern am Telefon. Und damit du mir sagst, wer diese beiden Zähne hier in deinem Büro sind. Die da. Meine Sekretärin. Dann ist das für die Eier und das für die Eier und das als Abfindung für die Scheidung. Personalchef Müller, das bin ich. Wegen Unfähigkeit fristlos entlassen. Direktor Stieber wegen Mangel an Souveränität fristlos entlassen. Die beiden fürchterlichen Schwestern bleiben unter Vertrag und bekommen doppeltes Gehalt. Die Geschwister werden ab sofort zu folgenden speziellen Aufgaben verwendet. Erstens zur Säuberung und Aufdeckung innerbetrieblicher Missstände und zweitens zum Sturz von Präsidenten der Länder, die den Multiinteressen des Konzerns entgegenwirken. Wir? Wie sollen wir den Präsidenten stürzen? Ganz einfach, wir bewerben uns. Als was? Als Sekretärinnen. Weißt du, wer gestorben ist? Nein, wer? Der Wagmüller. Wagmüller kenne ich nicht. Wer ist denn das? Der Wagmüller, der Schwager vom Deinlinger. Und wer ist der Deinlinger? Der erste Mann von der Frau vom Schamper. Schamper? Nie gehört. Der Schwiegersohn vom alten Esterer. Ich kenne keinen alten Esterer. Der Onkel von der Babsi. Von welcher Babsi? Na, die Freundin von der Frau vom Bockelmann. Und wer ist Bockelmann? Na, der Vetter von Meier. Meier gibt's viele. Welcher Meier? Na, der Neffe von Wagmüller. Wagmüller. Der Name kommt mir bekannt vor. Na siehst du kennst ihn. Das ist der gestorben ist.
Leben. Grim Wim hat montags zu. Grim Wim schenkt Papa Hilde und spielt gern blinde Kuh. Grim Wim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Das war's mal wieder für heute. In 3 Wochen, am 22. April, machen wir wieder Klimbim und laden Sie herzlich dazu ein. Bis dann, Wiedersehen. Das war mein einziger Lieblingsspruch. Bitte? Na ja, gut. Eine Fremde ist gut arbeiten. Wie denn? Hat die Dirne gesagt und hat einen Schubkarren für Kinder nach Hause gebracht. Hat die Dirne gesagt und hat einen Schubkarren für Kinder nach Hause gebracht? Ach, jetzt verstehe ich. Das kommt der Elefant. In der Fremde ist gut arbeiten, hat die Dirne gesagt und hat einen Kinderwagen voll Kinder nach Hause gebracht. Naja, Schub kann es alles selber. Nochmal? In der Fremde ist gut arbeiten, hat die Dirne gesagt und hat Schub kann voll Kinder nach Hause gebracht. Ah ja, gut, nein. In der Fremde ist gut arbeiten, hat die Dirne gesagt und hat einen Schubkarren voller Kinder nach Hause gebracht. Nochmal.